Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect. Wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. So, genau an der gleichen Stelle. Und das ist jetzt die dritte Folge, die ich in Folge aufnehme. Also es werden ein paar mehr Folgen sein. Bestimmt 3, 4, 5, 6. Aufgrund von Arbeit. So, wir müssen vermutlich... Ich glaube, diese Situation fällt unter die Kategorie ohne Warnung schießen. Also Leute, ihr gebt mir auf den Zeiger mit euren... Ich meine, EA, wenn ihr das schon bearbeitet, ne, als Legendary Edition, ne, oder BioWare oder wer auch immer das war, warum kriegt ihr das nicht hin, dass die Leute einfach vernünftig folgen können? So, wir springen runter. Wie gesagt, ich hoffe, dass das der richtige Weg ist, aber ich denke schon. Nach Lisbeth. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Ja, schon gut. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Keine Sorge für mich, nicht. Kein Problem. Nein, keine Sorge. Wir holen sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Auf die was? Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Ah, okay. Deswegen waren die auch alle so komisch. Interessant. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Ja, okay. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Persönliche Frage? Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Hat sie. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Torianer? Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Und weißt du noch etwas über den Gate-Angriff? Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Okay, sonst gibt's nichts zu erzählen? Nö, dann muss ich los. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel das Glück mit diesem Feld. Bleibst du hier stehen oder wo? Tali. Das ist sowas wie ein Running Gag. Geil, dass du jetzt deine Waffe ziehst, hey, ey. Sobald sie hier verschwinden, finde ich ein Versteck. Sie bleiben hier. Ich viel Glück mit diesem Feld. Ja, wir gucken nach. So, einmal. Oh Gott, ich merke schon wieder. Schafft ihr es herzukommen, ja, oder bleibt ihr wieder irgendwo hängen? Da kamen wir her. Gut, ich vermute, dass hier, nichts weiter ist, darauf wollte ich hinaus. So, sie bleibt wohl da einfach stehen. Und wir müssen darüber. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen! Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen.
Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand um... Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Elizabeth? Woher weißt du, dass ich Lisbeth bin? Ihre Zugangskarte identifiziert Sie als Elizabeth Bainham. Benötigen Sie irgendetwas, Dr. Bainham? Ja, natürlich. Was wollte denn der Kuganer? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Reden Sie weiter. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was haben Sie gesagt? Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Spezies 37, so nennen sie die also, okay. Das ist Zarens Ziel. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Kontrollgruppe? Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Deshalb haben sie sich so komisch benommen. Ja, genau. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Ihr Pilot? Welcher Pilot? Unser Pilot? Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Feld ausschalten und zurück zu Zeus Hope. Ganz meiner Meinung. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Kannst du mir noch was über die Gate sagen? Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Und Exogeny? Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Und wer leitet diese Einrichtung? Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Und Torianer? Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist er? Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich Kilometer weit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr 1 Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Wow, okay.
Wie klug ist er? Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Okay, und wie kontrolliert er die Menschen? Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Okay, das ist krass. Deswegen hat auch der andere, der da unten unter Zeus Hope war, der wurde ja bestraft, oder? Mit seinem Schmerzschreien. Wo kann ich es finden? Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Okay. Und was ist mit Lies? Da haben wir alles, ne? Das habe ich alles gemacht. Ja, und was ist mit Lisbeth? Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Warum wurde ich sanktioniert? Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Okay. Dann habe ich alles. Dann erstmal auf Wiedersehen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. So, jetzt muss ich mal eben kurz einmal zusammenfassen. So. Wir müssen das Kraftwerk deaktivieren. Sie müssen das, um die Nummer, die vor dem Torianer warnen zu können. Ja, das ist wichtig. So, vielleicht gelingt es ihm, wenn sie eine der Klauen zerstören können. Ja, vermutlich von dem Gateschiff, ne? Er hätte doch beischreiben können. Stimmt, und die Datenrettung, die habe ich ja ganz vergessen. So, wo sind wir denn? Da sind wir reingekommen. Da sind wir runtergesprungen. Das heißt, wir müssen irgendwo da reingekommen sein. Okay. Guck mal eben kurz hier. Hier sind wir hochgekommen, richtig? Genau. Nein. Sichern den Punkt. Nein, brauchst du nicht sichern. Alles gut. So, dann müssen wir wahrscheinlich... Rüste mal wieder deine Pistole aus. Da gehen wir lang. Sehr schön. Stirbt daran nicht mal. Die Geth benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Subtil wie ein Tritt ins Gesicht. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Geth sind ziemlich gründlich. So, die Sache ist, das ist wieder so ein... Wenn ich hier runterspringe, komme ich wieder nicht hoch erstmal, ne? Glühende Sphäre betrachten. Der Grundriss des Raums erinnert mich an die Tempel, die mein Volk früher baute. Glauben Sie, die Geth haben ihn für religiöse Zeremonien genutzt? Wenn die hier nach Gott suchen, kann ich die Sache gern beschleunigen. So, wir müssen gucken, wo wir den Strom abstellen können. Glaube ich zumindest, ne? Das habe ich gemacht.
Ja, okay, dann gehen wir da lang. Folgen Sie den Rohren. Ja gut, wir sind ja ziemlich beschränkt, was das Folgen betrifft. Bin ich ein Toter? Okay, wieder blockiert. Das ist immer, wenn der Radar blockiert ist, ist es immer ein Zeichen dafür, dass keine Gegner in der Nähe sind. Denn? Ihr seht schon, dass einer vor euch ist. Ich flicke sie wieder zusammen. Bitteschön, geht aufs Haus. Ist das das? Wo wir nicht durchgekommen sind? Ja, zumindest eins. Das andere war hier vorne. Okay. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter. Oh, Leute, siehst du, wisst ihr, worauf ich gerade richtig Bock habe? Auf eine Runde Dragon Age. Zu meiner Scham, und das ist wirklich, man, ich habe Dragon Age 1 nie wirklich durchgespielt. Auch Teil 2 nicht. Nur Inquisition habe ich wirklich durchgespielt. Oh, das muss ich unbedingt in Angriff nehmen. Ach, wenn ich nur die Zeit hätte, ey. Vorsicht. Kugelschwamm, ey, wie in Division. Oh, na, komm, wir nehmen. Haben die Schilde verloren. Ja. Die ist schon wieder tot, ey. So, auf Nahkampf ist diese Pumpe gar nicht schlecht, ne? Haben die Schilde verloren. Na los jetzt! Wehrst du dich auch, Ashley? Ich schulde Ihnen was. Achso, ihr seid alle am Leben. Oh, schon wieder Medigier, Mädels. Ich flicke sie wieder zusammen. Ja, komm her. Ich. Gavins Konsole. Ah, siehst du, da habe ich schon wieder vergessen, dass wir die Daten sammeln müssen. Ja, siehst du, im Prinzip kommst du dann doch eigentlich an allem so vorbei, wo du eigentlich hin musst, ne? So, erstmal dechiffrieren wir. Wenn ich dann irgendwie eine Stelle finde. Ja. Präzisionsgewehr, Schrotflinte, Firestorm. Da will ich doch mal eben kurz alles nehmen, bitte. Einmal ins Inventar gucken. Sturmgewehr, Avenger. Die besitzt. Ja, das ist Avenger, nämlich 4. Wir haben 2. Bitte übernehme alles. So. Eine neue Pumpe. Katana Technologies. Ja, natürlich. Sehr schön. Pistole. Mhm. Bitte. Und ein neues Präzisionsgewehr. Präzisionseinstufung, Kühlkörperkapazität, aber natürlich um einiges mehr an Schaden, ne? Der Reaper, was haben wir denn? Wir haben Reaper 2, Equalizer 4. Ne, wir nehmen den Reaper. So. Mädels, was ist mit euch denn? Komm her, du kriegst das dicke Ashley. Dann kriegst du die Pistole. Ja, die Scimitar. Und du kriegst. Aber du kriegst die Firestorm. So, Tali, dann kriegst du noch ein paar neue Waffen. Du kriegst einfach immer das Beste. Du hast das Gleiche. Dann kriegst du den Striker 4. Chameleon 2, Blue Wire Schildbonus, Tech Abkühlungsbonus. Ne. So, den Rest mache ich erstmal zu Universalgel. Ja, den gesamten Schrott umwandeln bitte. Jetzt gucken wir nochmal kurz nach Rüstung.
Explorer. Du nimmst natürlich den Explorer. Sieht auch schon gleich viel besser aus. So, Phoenix. Ja, okay, aber geht auf rein Tech- und Biotikschutz. Das heißt, die beiden können wir zerlegen. Was ist mit der Hydra? Nö. Nö, das heißt, die zerlegen wir auch alles gut. So, dann gucken wir nochmal bei Ashley nach. Warte mal, wir gucken mal eben bei Shepard. Ah, der kann Gladiator gar nicht tragen, okay. So, was trägst du denn gerade? Ich vermute, du trägst Mittel, ne? Assassin? Assassin ist leicht, okay. Du kannst schwer tragen. Dann trag du schwer. Leicht kommt weg. Assassin kommt weg. Guck mal bei Shepard bitte. Mittelschwer, das kannst du tragen. Ist aber schlechter. Und Onyx ist auch schlechter. So, schwer Mensch, schwer Krongana. Dann wandel nochmal den ganzen Schrott um. Die Menschen lasse ich aber nochmal drin, weil wir noch... Bin ich gerade überlegen, wer ist denn noch in unserer Squad? Wir haben, Garrus haben wir noch. Tisoni haben wir noch. Und Rex haben wir noch, ne? Das heißt, wir sind ja nur die einzigsten beiden Menschen. Also ich und Ashley. Das heißt, meine Liebe, pass auf, dann können wir nämlich die Rüstung, die jetzt noch da ist, schwer, alles was Mensch ist, hauen wir erstmal weg. So. So, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Inventar aufgeräumt. So, das haben wir dechiffriert. Dann müssen wir einmal hier. Nach ein paar Minuten Download haben sie Gavins Hostels Design-Daten. Okay. Wobei ich da auch noch der Meinung bin, dass da auch noch irgendwie Schmu mit am Start ist. So, wir sind da. Steuerung Shuttle-Buchtür. Buch, ja. Shuttle-Buch. Shuttlebucht. Ich habe das zweite D einfach. Lesen Sie heute das neue Shuttlebuch. Oh nee, oh, ist das herrlich. Habe ich irgendwas verpasst? Ist hier noch eine Abzweigung gewesen, sag mal? Nee, wir können nur da hinten hinlaufen, ne? Hauptebene. So, wir sind... ...von da gekommen, ne? Ja, na klar. Oder nicht? Nee, da müssen wir hin. Ich sehe schon wieder mega Orientierungsprobleme. Ja, dann geht da nochmal öfter gucken. Komm her. Solange wir Universalgel haben, machen wir das. Hatten wir eigentlich nochmal ein Level-Up? Ne. Ich finde, die kriegt man viel zu schnell. Da hätte man doch nach alten Muster spielen sollen. Hey, 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 hey. Geh in Deckung. Einfach hierher, der Frontkämpfer. Guck mal, ich gönn mal Schilde für alle. Dafür sollte man den Geet sagen, dass er nicht wirklich geschützt war. Also wenn man mit dem Rücken zu uns und den Hinterkopf freilässt. Boah, ich liebe die Pistole. So, dann gucken wir mal. Was haben wir alles hier? Da ist noch so eine Undock-Klammer. Da können wir nichts machen. Da ist noch ein Exogeni-Terminal. Ah, okay, gut. Dann müssen wir wahrscheinlich einmal oben rumlaufen. So, dann gehen wir hier bei. Komm her, ich gönn nochmal.
Geheime Information. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen. Aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Noda-Krux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Leute, was habt ihr hier gemacht? Einrichtung untersuchen. Das ist schon wieder was Neues, oder nicht? Noda-Krux befindet sich im Vostok-System. Das ist, ja, es ist so wichtig, alles zu gucken, alles anzuklicken, damit wir da alles mitkriegen. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Gießterminal, schwere Dechiffrierung. Wollen wir von hier mal angreifen? Guck mal, wie überfordert die Geister sind, weil sie nicht wissen, wo der Angriff herkommt. Aber da war doch gerade wieder so ein Schwebeding. Hey, wie ist hier denn, ne? Jetzt schön durchziehen mit dem Quarantänestation. Ist ja auch egal. Wir müssen nur einen der Greifer kaputt machen und das Schiff ist weg. Haben die Schilde verloren. Ein paar Fähigkeiten nutzen. Nutze ich immer viel zu wenig. So, ich glaube, sehr schön. Wir sind fertig, Commander. Ja, ich glaube auch. Zack, da gönne ich mal wieder Medigel, wollte ich gerade sagen. Universalgel, schwere Dechiffrierung. Türsteuerung, Shuttle. Achtung, Shuttle-Bucht-Tür. Und du bist ein schwerer Knoten. Serverknoten? Schwerer Knoten. Serverknoten, okay. So. Komm her, da gönne ich auch. Eine Geth-Invasion. Laut der Daten dieser Konsole bereiten die Geth einen größeren Angriff auf den Ratssektor vor. Die geht. Die Geth. Ich kann mich nie entscheiden, wie ich es ausspreche. Einen größeren Angriff auf den Ratssektor vor. Wenn diese Informationen korrekt sind, ziehen sie gerade eine größere Streitmacht irgendwo im Armstrong-Nebel zusammen. Das heißt, wir dürfen mit Sicherheit genau die Geth-Aktivitäten untersuchen. Es gibt so viel zu tun und ich freue mich auf die Reise. So, dann gucken wir mal hier. Nein, wir machen mal wieder selber, sonst geben wir einfach zu viel aus. Private Log-Einträge von Dr. Gamorl. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie diese Proben brauchen oder warum sie in das Matano-System geliefert werden sollten. Gemäß meiner Aufzeichnung ist da draußen nichts Interessantes. Okay, Cerberus. Proben untersuchen. Wahnsinn. Es gibt so viel zu tun. Was gibt's eigentlich hier noch zu tun? Die Datenrettung haben wir fertig. Das ist alles woanders, ne? Ja. Ja, Pharos. Auf Pharos. Auf Noda-Krux. Und hier müssen wir nur gucken wegen der Pflanze. Genau, die Klauen zerstören. Denn eigentlich will ich ja eben hier mal reingucken, bevor wir irgendwas aktivieren, ne? Okay, hier ist nichts. So, manchmal mittelschwer Mensch, Bio-Verstärker, Sturmgewehr. Mir fällt gerade ein, lass mal eben noch mal kennen. Meine liebe Ashley, was hast du eigentlich? Du hast gar keinen Boni-Slot, so wie sie halt ein Universalwerkzeug hat. Oder Shepard halt einen Granatenmod. Okay, gut, darauf wollte ich hinaus. Gut, dann gucken wir uns mal die Shuttle-Dock-Tür-Türsteuerung. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttle-Bucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 PSI oder darunter ist, funktioniert alles.
und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 PSI schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Okay, das heißt, wir müssen weniger als 30. Wir müssen zwischen 31 und 34 kommen, ne? Ah, ich sehe schon unten. 11, 17, was haben wir da? 13, 5. Achtung, Hochdruck, jetzt aber. Genau. Ja, wir, also so einen Menschenarm abreißen, ist das eine, aber so eine Stahlklaue? Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Verdammt. Ich hätte zu gern das Gesicht von deren Piloten gesehen, als das Ding kippte. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander. Reden Sie mit mir. Joker? Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Beschütz? Ja, das wäre so eine Negativentscheidung, ne? Keine Panik. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Alle zusammenbleiben. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Also das Gate-Schiff, ich meine, die reisen Kilometer, Kilometer durchs All, ja, vor allem auch Kilometer, Lichtjahre durchs All. Und du zerstörst eine Klammer und das fällt einfach so von Himmel runter? Okay, sehen wir es als gegeben an. Gut, meine Lieben, ich beende die Folge hier, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Schön, schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freut euch auf die nächste Folge. Und ja, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Vielen Dank, wenn ihr das schon getan habt. Dicken Daumen nach oben. Dicken Daumen nach oben, wenn ihr das noch tun solltet. Habt eine schöne Zeit, meine Lieben. Macht das Beste draus. Bis dahin.